würde jetzt direkt Herrn Reinhardt nach oben bitten, dass er noch mal eine kleine Zusammenfassung, Schlusswort, all diese Dinge übernimmt und ja, verabschiede mich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Mühe der Leitung der Moderation hier. Vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich ein ganz heftiger extra Applaus. Ich kann keine Zusammenfassung liefern. Das wundert vermutlich niemanden hier, aber ich stelle fest, dass wir es 4 Stunden miteinander ausgehalten haben. Hier. Für mich ist der, das ganz klare Beleg dafür, dass ein Bedarf nach dieser Art von Forum besteht. Ja. Und nach dieser Art von Gesprächen besteht. Ja. Und auch nach dieser Art von intensivem Austausch. Ich stelle fest, man kann mit 100 Leuten ein Gespräch pflegen. Das hätte ich eigentlich nicht so richtig als möglich erdacht. Ich kenne sonst selber Frontalveranstaltungen mehr. Und freue mich, bin stehkönig, muss ich ganz ehrlich sagen, darüber. Wir sind überhaupt nicht durchgekommen mit dem, was wir uns an Punkten vorgenommen haben. Ich empfinde das nicht als großes Drama. Es ist ein bisschen schade, weil wir eher unter Zeitdruck stehen. Denn ein Ziel dieser Veranstaltung ist es ja, Voraussetzungen zu schaffen, um Eingaben formulieren zu können. Da werden sicherlich ganz viele Leute, zu denen ich auch gehöre, sich Notizen gemacht haben oder im Gedächtnis behalten haben, welche Anregungen sie hier gekommen sind, um Eingaben zu formulieren und auch um die Rahmenbedingungen dessen, was uns erläutert worden ist, wir beachten müssen. Ich danke ganz herzlich den Experten, die sich hier heute 4 Stunden lang mit uns hingesetzt haben. Das ist außerordentlich wichtig. Ich selber bin als Unkundiger darauf angewiesen, dass im Gespräch die Expertenmeinung formuliert werden, um mir auf die Sprünge zu helfen. Und wenn wir dies hier als einen Auftakt sehen für eine Serie von Veranstaltungen, die wir veranstalten können und wollen und werden, dann würde ich mir gerne die Freiheit nehmen, die Experten wieder zu fragen, ob sie bereit wären, mir dazu zu kommen. Das wäre wichtig. Wir haben uns ausgeguckt den 27. Oktober als nächsten Termin. In der Rundkirche am Bad in der Ring am Feld. Wer Lust hat, möge sich doch diesen Termin einfach schon mal vormerken. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir vermutlich wieder um dieselbe Uhrzeit so machen. Das ist, glaube ich, ein Sonntag. Dann können wir es früher machen in der Tat und das werden wir aber kommunizieren dann. Für heute muss ich ganz herzlichen Dank. Bedanke mich nochmal bei den Experten, bedanke mich ausdrücklich bei Frau Degen nochmal, bedanke mich nochmal bei der Passionskirche hier auch für die große Geduld, denn wir müssen jetzt hier raus. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche noch mal die Gelegenheit, dass das Mikrofon noch auf ist und lerne jetzt gerade noch mal Sätze zu formulieren, die sonst gar nicht meine sind. Ich habe Kassensturz gemacht und es reicht noch nicht.